Willkommen zurück, Kameraden, und wir schauen uns mal weiter um. Das ist jetzt die Stadt. Und hier oben sehen wir unseren Ruf. Wir haben jetzt 5 Punkte. Hier sehen wir unsere Volksmänner, unsere Kämpfer und unsere Riesen. Die Wahl davon haben wir gerade, 32. Nebendran die Moralanzeige. Wir haben zurzeit eine perfekte Moral. Und unsere Supply-Anzeige, das heißt unsere Nahrungsmittelvorräte, die sind gerade bei 100%. Und wir sind momentan bei Tag 0. Daneben hätten wir jetzt noch die Optionen, wo wir noch was ändern könnten. Wenn es uns zu schwierig ist, glaube ich, kann man nämlich einfach mal die Optionen runterschrauben. Aber wir wollen sie auf schwer machen. Und in der Stadt gibt es dann halt immer mal wieder so kleine markierte Bereiche, wo es jetzt weitergeht. An den Docks angekommen, spricht Eric natürlich uns direkt mal wieder an. Let me handle this. You meander through rows of open face houses and eroded stalls. Colored canvas flap on a briny current. One man in particular blanches as you approach. Hat, I'm not in the mood today. For what? Talking to an idiot. The Skullfing's chieftain bled out about an hour ago, Hat. So when you tell me what red annals the rest of them crawled back into, nobody's going to try to kill you this time. They don't talk to me. Wir mischen uns da ein bisschen ein, ob wir ihm jetzt helfen oder nicht. Wir könnten auch ein bisschen sagen, wir haben keine Geduld dazu. Fände ich auch ganz lustig. Aber wir bieten erstmal unsere Hilfe an. Eric needs some help here. Hat, I had a chance of heart. I hope you do give us a hard time. Hat sweats visibly. Fumbling with some dirty trinkets on his table. Wait, just buy one of these. If everybody thinks I'm getting worked over every week, how am I supposed to know much? Just a little food money, yeah? Also, er möchte dafür bezahlt werden. Wir könnten jetzt natürlich auch etwas überzeugender zur Rede bringen oder nichts tun. Ich misch mich da mal ein und sag, bezahlen halt. Mein Gott, jeder Mensch muss leben, ne? You toss a sliver of silver on the table. Both men look at you with surprise. Head gestured meekly to a variety of junk from his stall. Also der gestikuliert uns zu irgendeinem Müll, den er da gerade verkauft. Take whatever you like. Only thing I would like is the name of a place. Nobleman up by Eastwall. But that was month ago, last I know. Hat scuds away with a wave of Eric's, yeah, hand, gathering things from his hovel, disappearing for a while until this blows over your figure. Your bodyguard steps forward. Are we done here? Gunnulf, were you wearing green back at the Great Hall? No, just bought them while you were walking around. Why? You look like a frog. Better than an eggplant. Gunnulf goes off to look at more stores. Eric, that man of yours seemed unreliable at best. A blind dog wouldn't trust Hat, but he used to be scoffing. If they're licking their wounds, they've probably gone to old hounds, not new ones. Nobleman is a maid hall? Best I can tell, the name's ironic. Listen, I know a guy who would love to put a few of these skulls in the crowd. I'm going to find him. I will meet you there. Shouldn't we have an approach of some sort? What a luxury. Come on, you've already mopped up worse today. Just make sure the governor remembers his promise. Double the usual seat. I will remember him. Also geht darum, wir haben gesagt, der soll mal hier das, was er uns versprochen hat, verdoppeln als Bezahlung. Und dann geht's weiter, hier oben, an einer Methalle. You arrive in front of what must be Nobleman. A few minutes later, Eric appears with a weather-beaten man introduced as Volgard. I'll point them out, Eric says over his shoulder. Ready? You're walking through the front door? They ran to a meat house, says Volgard. I'll be surprised if they can stand up straight right now. Okay, here we go.
Volgard boots the front door open so hard it won't close again without repair. As you enter the hall, Eric is already at the head of a table, his axe drawn. Wide-eyed, drunken skullfings scramble to find their own weapons, turning tables and midstains in the process. So, da ist der Typ einfach mal reingestürmt, der lustige Knilch. Ja, die gehören jetzt alle zu meinen. Das ist also dieses Taktikfeld. Auch wieder ähnlich wie Heroes of Might and Magic. Wir dürfen jetzt die Einheiten ein bisschen so postieren, wie wir es gerne hätten. Und, ja. Wir sehen hier links sind... Oh Gott, das sind echt verdammt viele. Lass mal überlegen. Wir haben hier ihn mit seinem Doppelangriff. Das hier ist unser Main Tank. Ich würde es begrüßen, die Männer in die Mitte zu nehmen. Aufgrund der Tatsache... Oh, okay, nee, der hat viel Rüstung. Da macht es eigentlich keinen Sinn, ihn dahin zu nehmen. Nehmen wir die in die Mitte. Da haben wir Sturmangriff dahin. Haben nur zwei, vier Väter, die wahrscheinlich angriffsmäßig betreffen, sodass wir hier definitiv davon ausgehen können, dass sie nicht umzingelt werden und dann von allen Seiten Schaden erleiden. Aber ich bin mal gespannt, wie schwer der Kampf jetzt wird. Wir haben hier noch ein Hilfetool. Wir können auch noch über die gegnerischen Einheiten drüber. Da sieht man auch noch Spezialfähigkeiten oder sonstiges. Aber wir sind jetzt erstmal fertig. So. Der da... Och, Menno, kann man die Karte nicht irgendwie ein bisschen drehen? Ah, doch. Er ist jetzt der da, verdammt. Der kommt bis hier hin. Dann ist der da drüben dran. Okay. Wir könnten eigentlich drauf warten, bis sie zu uns kommen. Stonewall blocks 3 damage per hit. Eine Runde lang. Eigentlich muss ich gar nichts machen. Ich lasse in der ersten Runde einfach mal herkommen, dementsprechend rasten. Sind ja keine Fernkämpfer dabei. Was hat der denn als Spezialfähigkeit? Rally gives 2 willpower to an ally at any range. Okay. Regeneriert also die Willenskraft von einem unserer Mitmenschen. Also der ist nicht dran, dann kann ich es nicht sehen, okay. Auch mal warten. Ich lock sie erstmal alle vor. So. Jetzt, Großer, was hast du da? Das ist etwas, das er gar nicht nutzen kann. Nee, ich lasse noch weiter herkommen. Ah, okay. Er hat uns angegriffen, seine Rüstung hat aber gleichzeitig auch Schaden erlitten. Gehen wir jetzt mal in die Offensive über. Gehen wir mal dahin. Ah, okay, der kann nur so attackieren. Schräg geht gar nicht. Dann Steinwall rein. So, machen wir mal den ersten Blatt. Fünf, nee, ich glaube unser Großer da macht genug Schaden. So, Großer, hau ihn aus den Latschen. Mist, der macht doch nicht genug Schaden. Hey, das ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, man muss sich an das Konzept erstmal gewöhnen.
Ich weiß nicht, ich mag den Zweihändigen hier am liebsten. So, dann gehen wir eins vor. Und hauen den mal weg. Dann geht's hier oben weiter. Hau den bitte auch mal weg. Voll mit der Axt drüber. Und unser Großer kommt mal nach vorne. Ja, ein Turn. Kann leider nichts mehr machen. Aber hier unser Kamerad kann mal fett angreifen. Ui, das hat ihn hinten dran ja sogar noch getroffen. Heavy. So, du kümmerst dich um den da unten. Und mit dem widmen wir uns. Der Große könnte dann dahin, das heißt, der muss dahin. Und dann attackieren wir den hier. Mist. Ich bräuchte jetzt eigentlich einen anderen. Aber dann kümmern wir uns eben um den. Und Tempest. Ob die das noch lange überleben? Ich weiß nämlich nicht, wie das jetzt wirklich gleich draußen ist mit dem Regenerieren unserer Helden. Das sollte er eigentlich darauf achten, so wenig Schaden wie möglich abzukriegen. Bekommen allerdings gut Schaden ab. So, jetzt gleich nochmal ein Wirbelwind. Davon auch mal wieder ein paar Geschichte. Da hätte ich mir jetzt größeren Erfolg vorgestellt. So, der hat noch drei, der hat noch eins. Und weg mit dir. Finde die Musik eigentlich ganz schön. Nur etwas lang gerade. Das hat ja fast gar nichts mehr abgezogen. Kines. Gibt's das? Unser Großer ist bei Tod. Oh ja. Der hat nur einen Lebenspunkt. Heilige Scheiße. Das war knapp. Ich hatte schon bei meinen ersten Helden verloren.